Die Geschichte der blauen Hirsche geht für mich über eigentlich die Kraft der Fantasie, das steht auch überall, aber das ist auch richtig, worüber es geht für mich. Es geht darum, dass wenn man träumt, dass man eine eigene Welt kreieren kann, sodass man überlebt eigentlich. Und das ist natürlich auch der Grund für Theater. Ich meine, deswegen machen wir auch Theater, weil man träumen kann. Das Tolle ist, dass es in dieser Geschichte eigentlich so super klar auch erzählt wird. Es gibt Raff, einen Jungen, der ein Problem hat. Er ist cholerisch und hat seine eigenen Gefühle und seine Wut nicht unter Kontrolle. Und es gibt Lena, seine kleine Schwester, die sehr darunter leidet, die Angst hat vor ihrem Bruder, die nicht weiß, wie sie mit ihm klarkommen soll. Und dieser Lena, der Hauptfigur des Stückes, erscheinen eines Tages blaue Hirsche. Wir müssen was bereden. Lena, also jetzt nicht gleich antworten, aber hast du ein Tier gesehen, was auf einmal da war und dann gleich wieder wegging? Nicht sagen. Nicke einfach, wenn ich recht habe. Ich wusste es. Ich wusste es sofort. Ich habe es auch gesehen. Mithilfe dieser Hirsche gelingt es dann auch, dass Raff lernt, seine Wut unter Kontrolle zu haben, dass Raff lernt, auch mit seiner kleinen Schwester umzugehen. Die Hirsche sind ein Geheimnis. Und wenn man ein Geheimnis verrät, dann ist es weg. Dann fliegt es davon, dann löst es sich auf. Sie ist die Hauptperson, die alles lernt. Also die auch versteht, dass das, was sie denkt oder fühlt, dass sie da auch, dass sie auch Recht hat, um das zu haben. Also diese Idee zu haben und diese Gefühle zu haben. Die Basis des Stückes ist Musik von Händel, und zwar Arien für Sopran, die wir aus verschiedenen Opern von Händel zusammengestellt haben. Etwas hat sich verändert. Etwas an Lena. Sie ist die Meisterin. Die Meisterin der Hirsche. Und dann gibt es auch für die Spielerin, die das Euphonium spielt, noch ein zweites Instrument, ein Tenorhorn, an dem diese Schläuche, die auch eine große Rolle in dem Stück dann spielen, angeschlossen sind mit diesen Trichtern. Das heißt, Musik kommt auch aus blauen Trichtern, wenn an die blauen Hirsche gedacht wird. Alles Schöne, alle Fantasie, alle Fröhlichkeit ist in diese Hirsche. Was ich schön finde, ist, dass die klassische Musik richtig da ist, dass es eine neue Oper gibt mit alter Musik und auf eine neue Art und Weise. No.